Mone, wurde neulich nachgesagt, du siehst aus wie die mit den dollen Augenringen? Nicht mit den dollen Augenringen, mit den dollen Augenbrauen. Augenbrauen. Wer denn? Genau, diese amerikanische Schauspielerin, deren Namen mir gar nicht einfällt. Jeder sieht irgendjemanden ähnlich. Genau, du bist ja der deutsche Ryan Gosling zum Beispiel. Nein, Ryan Gosling wurde nachgesagt, er sehe aus wie ich. Dabei sieht er ganz anders aus. Viel schlechter, natürlich. Ja. Ja. Lotte sieht aus wie Helga. Es gibt immer Doppelgänger. In Weisheit. Zehn Minuten vor sieben. Schönen guten Morgen, liebe Zuschauer. Was machst du denn die ganze Zeit? Ich wollte den Zuschauern noch mal Ryan Gosling zeigen. Ja. Und du kommst mit der Technik nicht klar. Frauen und Technik. Bei mir trifft es manchmal leider dann doch zu. Vielleicht können wir es kurz zeigen, wie mein Foto entstanden ist gerade, was ich hier abfotografiert. Die Ähnlichkeit ist verblüffend. Ryan Gosling, da wie aus dem Gesicht geschnitten. Da ist er. Ich finde, die Ähnlichkeit ist wirklich da. Du siehst natürlich viel besser aus. Natürlich. Vor allen Dingen ist er ungefähr 10 Jahre jünger, oder? Jetzt ist mir auch wieder der Name eingefallen. Hier. Oh, jetzt schauen Sie sich das mal an. Das hier ist Jennifer Connelly. Guck gerade aus, bitte, damit man vergleichen kann. Angeblich. Achtung. Sehe ich hier ähnlich. Mund leicht geöffnet, bitte, Simone. Leicht geöffnet. So ein bisschen mit Erotik. Ja, okay. Kann ich nicht. So. Wer ist wer? Ich komme nicht drauf. Ich finde nicht, dass die Ähnlichkeit groß ist, aber wurde schon behauptet. Ja.